herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Warframe. Ja, es ist Ninja-Zeit für mich. Ja, wir wollen weiterschauen, dass wir immer besser werden. Ja, was soll ich sagen? So, wir haben uns, ich hatte mir ja vorgenommen, ich mache jetzt erstmal die ein bisschen einfacheren Missionen, um erstmal ein bisschen besser zu werden, noch ein paar Items einzufangen. Mal gucken, was das heißt. 11 bis 13 ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. 4 bis 6 dürfte relativ leicht werden. 3 bis 8 schon ein bisschen schwieriger, aber müsste auch machbar sein. Ich denke mal, das ist eine gute Mission hier. Wir werden mal schauen. Spionage. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob ich das schon mal gehabt habe. Werden wir mal schauen müssen, was wir da genau machen sollen. Spionage. Hört sich nach Schleichen. Oder ich muss was finden. Tenno, I need you to get inside enemy data vaults and retrieve crucial intelligence data. Okay. Das kriege ich aber hin vielleicht. Mal gucken. Es ist immer noch Winterzeit. Was ich auch gut finde. Irgendwie, das hat was. Falsche Richtung. So, also auf alle Fälle muss ich da hinten hin. Tenno, be on the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their data than let it get into our hands. Okay. Das heißt, ich muss vorsichtig vorgehen, ja? Sonst kann das unter Umständen bedeuten, dass ich die Sache nicht kriege. So, pass auf. Oh, er hat mich gesehen. Oh, der hat aber doch noch ein bisschen Widerstand geleistet, scheint mir. Oh. Was ist das? Da war ich ein bisschen irritiert, scheint mir. Ja, die sind dann doch schon ein bisschen. Habe ich ihn? Ich glaube ja. Gut. So, aber ich sollte vielleicht gucken. Ich glaube, Alarm haben die nicht ausgelöst, scheint mir. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Was ja gut ist. Eigentlich. Aber da sind so viele Gegner, dass man sich gar nicht an einzelne Gegner anschleichen kann. Würde ich jetzt mal so behaupten. Einfach. Tür ist auch wieder zu. So, ich sag mal, ein kommt man vielleicht noch ran. Aber dann wird es auch schon schwierig. Sind sie da? Nur du? Nein, da war doch noch mehr. You've been seen. Wo ist denn hier das Terminal? Wo ist das Terminal? Was war das? Der hat sich auf mich gestürzt. Das war ein Selbstmordkommando. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich nicht mit gerechnet, mit einem Selbstmordkommando. Da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet, dass der hier ein Selbstmordkommando macht. So, das war okay. Also Selbstmordkommando. Muss ich mich doch noch ein bisschen mehr vor denen. Ich habe nur gedacht, die fliegen nur rum.
So, ich glaube, wir müssen mal zusehen, dass wir ein bisschen weiterkommen. So, nee, A ist da hinten. Wir schnappen uns erstmal A. A ist da oben irgendwo, da hinten lang. Gut. Also viel mit Verstecken hat nicht so viel Sinn, habe ich so festgestellt jetzt. Achso, das war, da hat mich... Gibt es in jeder Mission so eigene Spezialaufgaben oder wie ist das? Vor allen Dingen, wenn der Gegner dann plötzlich weg ist. Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Außerdem musst du die Erfahrungspunkte ja wieder reinholen. Würde ich mal so sagen. So, hier geht doch bestimmt das Kontrollpanel irgendwie auf, oder nicht? Es ist ein Kontrollpult, okay. Aber es passiert nichts. Und ich weiß derzeit nicht genau, warum. Ja, das war ein bisschen überflüssig. Aber Alana habe ich doch eigentlich alle im Griff, oder nicht? Aber ich muss da hinten irgendwie hoch. Also wie gesagt, das Einzige, was mich an dem Spiel nervt, ist, dass die Gegner immer wieder neu spawnen. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig da. Vor allen Dingen da hinten jetzt. Jetzt muss ich da schon wieder hin und eigentlich den Alarm zurücksetzen. Obwohl ich den ja schon hatte. Weil da plötzlich ein Gegner auftaucht, der vielleicht vorher gar nicht da war. Und einen Alarm auslöst. Ich meine, das ist zwar ein guter XP-Geber, aber trotzdem... Oh, brauchst du gar nicht wieder heil machen? Brauchen wir nicht mehr. Der hat ja irgendwas erledigt. Was ist das? Weiß ich nicht. So, ich muss auf alle Fälle da rein. Und das ist auch gar nicht mehr weit, wenn ich das hier richtig sehe. So, muss ich bestimmt doch hier irgendwie Sicherheitssystem haben. Gut, das ist noch relativ simpel. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Das nehme ich einfach mal mit. Alarms. Data destruction is imminent. You need to hurry. Oh, das ist aber ein bisschen schwieriger. Aber schaffbar. So. Also ich sag mal, das habe ich ja ganz gut hingekriegt. Ich habe das zumindest, was ich will. Vielleicht nicht ganz so, wie ich es eigentlich holen sollte. Kann ich denn noch irgendwas machen? Nee. Daten werden gelöscht. Was muss ich denn machen? Ach, da hätte ich hingemusst, ne? Oh, so ein Ärger. Ja, okay, aber das muss man erstmal lernen, ja? Das muss man erstmal lernen, was man so im Einzelnen machen soll. Wie kriege ich? Hole ich mir doch den da hinten. Vielleicht. Oh, jetzt geht's aber an die Substanz. Muss einen Moment warten. Hm, okay. Also einen habe ich verkackt. Kann man ja nicht anders sagen. Einen habe ich definitiv verkackt. Hätte ich ein bisschen mehr schleichen müssen. Gebe ich zu.
müssen wir mal gucken, dass wir die anderen ein bisschen besser machen. Und wieder ein Alarm. So, ja, ja, keine Sorge. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Sehr gut. Also am Ende kriegt man sie ja schon. Also ich sag mal, das ist schon vom Level ist das schon ganz gut. Aber ich habe das natürlich verkackt, weil ich nicht so richtig wusste. Aber das lernt man natürlich dann auch. So, wir werden uns mal ein bisschen beeilen jetzt hier. Oh, einer ist da, scheint mir. So, da muss ich wohl rüber. Und zwar Aufzug rufen. Gut. Das ist natürlich blöd, wenn man da nicht gucken kann, weil das Panel da irgendwie im Weg ist. Aufzug ist da. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das falsch war gerade, aber irgendwie dann doch nicht. Oh, das war schlecht, was der gemacht hat. Sehr gut. 78 Meter noch. Ah, das mit dem Nachladen, das muss schneller gehen. So, habe ich sie alle? Ja, ich habe sie alle. Scheint aber alles soweit voll zu sein. Explosives Fass oder was ist das? Ja. Okay. Und nun? The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Okay. Also wir werden mal ein bisschen vorsichtig vor. Ein bisschen vorsichtiger versuchen. Versuchen. Ich will nichts versprechen an der Stelle. Ich werde es einfach nur versuchen. So, ich habe aber keine Kamera da. Ah, er zeigt mir, dass das da unten ist. Das bedeutet, ich muss runter. Richtig? Aber wie komme ich da runter? Da scheint da hinten irgendwie schon. Hier scheint schon runter zu gehen. Also ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Nicht die Holzhammer-Methode, sondern Ninja-Style, ja? So. Irgendwelche Kameras? Nein. Da ist aber so eine Barriere, die ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres durchbrechen kann. Frage ist also, wie
komme ich dahin, wo ich hin will? Okay. Da kann ich gar nichts machen, oder? Nee. Und da auch nicht. So, ich muss aber den Laser dann noch abschalten. Die Frage ist natürlich, wo geht das? Okay, das ist eigentlich fast zu leicht für ein Sicherheitssystem. Durch die Tür komme ich aber nicht so leicht. Und irgendwo. Was ist da? Was passiert da? Nur ein Kontrollpunkt. Da kann ich ja scheinbar irgendwie durch, oder was? Und dann komme ich wohin? Da komme ich schon mal ein Stückchen weiter. Gut. Spannend, ja? Excellent work. A clean extraction with no alarms. Oh, ich werde ja nicht alle drei schaffen. Nummer drei muss ich noch. Frage ist nur, wo kriege ich Nummer drei her? Ich komme von da oben. Oder auch nicht. Von da komme ich wohl. Ja, da liegt auch Beute, also komme ich von hier, definitiv. Sehr gut. Aber so ganz ohne geht's nicht. Also dafür sind immer zu viele Gegner auch da. Zumindest mit dem hier. Erwischen, dann ist ja alles in Ordnung. Genau, ah, da wollte ich noch, wollte eigentlich noch gerne weg. Ein bisschen treffen wäre gar nicht so schlecht. Schaltkreise habe ich erbeutet. Oh. Schaltkreise. Oh, der will Alarm auslösen. So. Gut. Bis hier schon mal ganz gut. Jedes Mal ein bisschen besser. Heavy robotic signature detected. Lock and load. Was ist das? Was habe ich da jetzt mitgenommen? Ich weiß nicht.
Irgendwas Gutes habe ich damit genommen. Also, ich muss jetzt nur noch irgendwie eine Möglichkeit finden. Hier nicht wieder, dass du so ein Todeskommando machst, Kollege. Sehr gut, jetzt habe ich glaube ich gerade mal ein bisschen Ruhe, die Alarme zurückzusetzen, oder? Au! Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Falsche Richtung, aber macht nichts. Auch gut. Nehmen wir den Fahrstuhl. Ist vielleicht besser. Oder unten hätte ich mich auch reinschleichen können. So. Ja, die Bremsen, das haut nicht ganz hin. Man muss das natürlich schon ziemlich timen irgendwie, ne? Habe ich so einen Eindruck. Ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. So, die Frage ist nur, was erwartet uns dahinter? Was erwartet uns dahinter? Oh. Wenn man zu schnell will, ne? You're nearing the console. Trigger the alarms now and they will start destroying the data. Ja gut, einen habe ich ja schon kaputt gemacht. Ah, hier sind Gegner. Vielleicht sollte ich mal lieber Ninja-Style nehmen. Alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. Alarms reset. Ah, ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ich weiß gar nicht, ich habe mich zu gut versteckt gehabt.
Und? Data integrity verified. Retrieval was successful. The data we retrieved will have to suffice. Ja. Get to extraction. Tut mir leid, Lotus. Hätte nicht sein müssen, ne? Aber das, na gut. Das hätte nicht sein müssen. Ärgerlich. Und auch noch einmal gestorben da, durch so ein Todeskuss. Das habe ich ja gut gemacht. Ich weiß nur gerade nicht wie. Aber ist egal. War ja wahrscheinlich irgendeine Kombo. Ich laufe hier irgendwie auch im Kreis. So, ich muss ja bestimmt zum Fahrstuhl. Ja. Mann, das ist ja ärgerlich. Gut, jetzt muss ich ja nur noch raus hier. Das ist ja relativ simpel. Jetzt sind auch Alarme fast egal. Ja, nicht so ganz. Finden wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können, wollen? Nö. Puh, nicht da in den Spalt, Kollege. Obwohl, es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Dass da ein Schuss reicht. Gut, dass da ein Schuss reicht, aber das ist ja. Mann. Ja. Und? Na, das war nicht. Ja, ich habe nur eine bestimmte Zeit, okay. Sowas wäre natürlich auch immer noch mal eine. Nee, gut, okay, das dauert zu lang. Ah! Immer wieder, falle ich immer wieder drauf rein auf den Trick. Dabei sieht man das ja schon kommen, ja? Ah, das macht nichts. Jetzt könnt ihr ruhig Verstärkung rufen, das ist ziemlich Banane jetzt. Alarme muss ich erst zurücksetzen. Da brauche ich aber mal ein bisschen Ruhe. So, jetzt habe ich, glaube ich, ausreichend Ruhe, um die Alarme zurückzusetzen. Das ist dann jetzt nicht ganz so schwer. Ah, toll. Das heißt, die kommen hier auch weiter. Sehr gut. Aber man kann ja nicht stoppen, ne? Das ist so ein bisschen so in diesem Rutsch. Ding ist, so in diesem Rutschmodus, sage ich jetzt mal, dann ist es vorbei. Ah, okay. Muss ich da. Oh, da muss ich aber rüberspringen. Geht aber nicht anders. Oder kann man da hinten lang laufen? Ja, gut. Man kann da auch langlaufen. Ich weiß gar nicht, wird sowas als tot gewertet? Das wäre eigentlich mal interessant. Muss ich mal gucken, wie viel Tode er mir gleich anzeigt. So, aber spätestens hier. Ne, ich muss auch da vorne hin. Hätte man wahrscheinlich schon mit ein bisschen Übung, wäre man da wahrscheinlich rübergekommen. Ah, nee, du. Nein, 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 nein. Abwehrreflex. Ah, wäre nicht notwendig gewesen. Also der Tod wäre nicht notwendig gewesen und das erste Mal Alarm auslösen wäre auch nicht notwendig gewesen. Okay. Aber wir lernen das noch.
Vielleicht. Hoffe ich. So, kann ich jetzt hier schon gucken? Ne, ich muss noch warten. Tode 0. Was aber nicht ganz stimmt, ja. So, was haben wir denn hier? 59. Hm. Trommelmagazin. Okay, fürs Gewehr. Und Autoparieren. Autoparieren. Okay. Ja, gut. Okay. Na gut. Das ist meine Belohnung? Ach, täglicher Tribut. Okay. Na gut. Also, das war eine interessante Mission. Also, ich sag mal, die war gut schaffbar. Ich hätte nicht sterben müssen. Ich bin aber gestorben. Hab noch ein bisschen was gelernt. Muss doch zwischendurch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Also, das Abschätzen, die unterschiedlichen Missionen. Wann muss man einfach reinknüppeln? Wann muss man ein bisschen mehr Ninja-Style? Ja, und das kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Eines Tages werde ich vielleicht doch noch der perfekte Ninja. Wer weiß. Wir werden das sehen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich finde, macht eine Menge Laune. Kannst nur sagen, wer es von euch nicht kennt, ladet euch runter. Kostet nichts. Geld muss man nicht ausgeben. Kann man ausgeben, muss man aber nicht. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.